Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir haben ein ganz großes Problem. Ja. Du! Ja, wir. Ihr seht Stimmt, es. Wir auch. Ja. Weil wir müssen das uns angucken. Was ist das Problem? Wir können nicht zum Friseur durch Corona. Aber es hat sich jemand bereit erklärt, Friseuse bei mir zu machen. Die Hanna will mich rasieren und frisieren. Ja. Stimmt's? Frisieren heißt, du machst Papa jetzt Pippi Langstrumpfzöpfe oder? Ja, natürlich. Ach, du willst rasieren? OMG. Oh, oh. Und das traust du ihr zu? Ich hoffe, dass sie das kann. Aber sie muss es mir erst beweisen, dass ich sie auch hier dran lasse. Ans Gesicht. Ans Gesicht. Hm. Bitte Rasierschaum, Rasierer holen? Ja. So, einmal einschäumen bitte. Ja, sogar mit Schweinenase. Oh. Irgendjemand hat sich da richtig Mühe gegeben. So, hast du geschüttelt? Doch shake, 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 shake. Und man nimmt nicht zu viel Schaum. Weil sonst schaumt man. Was war das denn? Zwischen den Augenbrauen. Ach, zwischen den Augenbrauen auch. Ja. Habe ich auch zwischen den. Mit einer Hand am besten, damit du mit der anderen dann säuber. Ja. Oh, das wäre natürlich noch. So ist es schön. Bis jetzt ist es gut. Wenn sie das so machen würde. Die 1000 Jahre später, sie schäumt immer noch. 1000 Jahre später. Oh, einmal quer über die Nase. Das ist nicht so gut. Schaum in der Nase ist nicht schön. Sorry. Ich glaube, sie will deine ganzen Augenbrauen mit abrasieren und die Nasenhaare auch direkt mit. Ja. Wimpern, alles. So. Olle. Fertig? Gut, dann reiche ich dir den Rasierer. Oh, jetzt wird mir langsam Angst und Bange. Was glaubst du, was Herr Ballon sagt? So, los! Oh. Das macht sie doch schon sehr gut, ja, finde ich. Du musst aber auch die Wange da musst du auch noch mitnehmen, Schnucki. Verstehst du? Die Wange. Nein! Ah. Ich wollte gerade sagen, du musst die Wange noch machen. Ja, jetzt. Nee. Das Gerät! Das ist ein Gerät. Nee, damit rasiert sie mich nicht. Nee. Immer diese ängstlichen Kunden. So, und ich gebe ihm den Umhang und helfe ihm beim Anziehen. Wo ist denn hier was? Da ist auch bloß ein ganz bisschen Rasiercreme. Anstatt dass Papa reingeht, bin ich reingegangen. Okay. So werde ich wenigstens nicht dreckig. Ist bloß schon dreckig, die Tüte. Ja. Egal. War die schon mal benutzt? Vom Kunden davor wahrscheinlich. Ah, und das bei Corona. Wer war der Kunde? Die Katzen? Ja. Oh, nee. So. Das machen wir aber lieber draußen. Wie hätten Sie den Bart denn gerne? Hier kurz. Das hier soll stehen bleiben. Okay. Und ein Zäpfchen hier? Da machen wir erstmal, rasieren Sie mich erstmal. Okay. Die haben den Schaum vergessen. Nein, für dieses Gerät braucht man keinen Schaum. Ah, okay. Da fliegen aber die Haare. Ja. Friseurin Hanna ist sehr konzentriert bei der Sache. Gegen den Strich. Der Fischmund ist ganz wichtig bei dieser Rasur. Sonst funktioniert das nicht. Oh, wow. Nicht so hoch. Ist gleichzeitig wie eine Gesichtsmassage. Und ich habe jetzt den Dreh raus, wie ich das besser halten kann. Das sollte man als Friseuse auch haben irgendwann, Hanna. Oder ist das etwa dein erster Kunde? Nö, mein sechster. Oh, okay. Und die anderen waren deine Puppen, die stillgehalten haben und der Luftballon? Ja. Der war Nummer 6. Nee, der 5. Nö, der 6. Das ist Papa, ist der 7. Ah, okay. Perfekt.
Und jetzt kommen die Haare auf dem Kopf dran. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Spiegel kriege. Ja. Das wird eine Überraschung. Brauchst du jetzt einen anderen Rasierer oder machst du das mit dem? Anderen. Ja, das würde ich aber auch sagen. Wie viele Millimeter wollen Sie denn? 12 Millimeter ist immer, was ich nehme. Okay. Jetzt kannst du... Mein Gott. Siehst schon wieder aus wie ein Mensch. Ach ja, immer diese Friseusen. Werden sie nach Stunden bezahlt? Ja. Oh Mist. Tut das weh? Nein. Oh mein Gott. Siehst wieder aus wie ein Mensch. Ja, so langsam verwandelt sich Papa in einen Menschen zurück. Nicht mehr in den Waldschrat. Verrückten Professor. Ja. Sie machen das sehr gut, muss ich sagen. Haare vor dem Kopf. Oh mein Gott, ich verliere Haare. Ist der Nupsi noch drauf? Ich habe die Kanten auf dem Kopf gespürt. Doch, Hanna ist da höchst professionell zugange gerade. Nicht, dass der Nupsi abgeht, mit, weil ganz, dann habe ich gar keine Haare mehr. Ganz ernster Miene. Ohr kommt auch weg. Das Ohr kommt auch weg. Oder hinterm Ohr. Ohren werden überbewertet. Wie teuer sind sie eigentlich in der Viertelstunde? Keine Ahnung. Das hat noch gut. Keine Einbahnschilder. Einbahnschilder? Keine Ahnung, wie das heißt. 6 Euro. 6 Euro in der Viertelstunde. Nee, 3 in der Viertelstunde, 6 in der halben Stunde, 9 in der Dreiviertelstunde. Und 12 in der Stunde. Na ja, okay, dann ist es kein Wunder, dass sie so langsam sind. Wir sind gleich fertig. Ja! Mit den Nerven. Erstmal die Haare. Ich fühle aber noch, dass hier noch ganz viele Haare sind. Hier, guck, die Ohren sind noch nicht frei. Ich hab ja auch gesagt, gleich. Ach so. Nicht jetzt. Hetzt den Meister nicht, die Meisterin. Du willst auch, dass es anständig aussieht. Und nicht, dass überall Schnee liegt. Ich kann dir ja auch wieder Rasierschaum auftun. Und mich deinen Kopf ganz rasieren? Ja. Soll ich mein Ohr selber wieder umklappen? Ja, warte. Okay, ich klappe mein Ohr selber um. So wird wenigstens die Spitze nicht am Ohr geschnitten. Oder die Ohrspitze. Friseurmeisterin in the making. Aber das Gesicht gehört auch dazu. Das muss so ernst. Sonst wird das nichts. Diese Seite ist schon fertig, warte. Der Blick sagt schon vieles aus. Die einzelnen Haare nochmal nach oben gebürstet mit der Hand. Und dann nochmal genau an der Kugel lang. Ich sehe in der Kamera jetzt kaum noch Haare, ehrlich gesagt. Ich muss mich wieder so drehen, dann sieht man auch, dass Papa noch Haare auf dem Kopf hat. Verzeihung, der Kunde. Kannst doch Papa sagen, ist ja auch mein Papa. Oh. Heute ist nur die Haut mit abziehen. Gib mir mal die Maschine, gib mir mal die Maschine. Ich will sie mir angucken. Vielleicht müssen wir sie ob das Blut trieft? Wieder selbst getroffen. So, ich bin jetzt mal hier der Spiegel. Kannst du dich sehen? Ja. Und? Fürs erste Mal ganz gut in dem Laden. Ja, ne? Würdest du wiederkommen? Nur ein paar Augenbrauen sind weg. Hier. Oh nein! Wo sind meine Augenbrauen? Ich glaube, wir können den Kunden so entlassen, oder nicht? Ja. Schön wäre jetzt noch eine Kopfmassage. Die ist nicht im Preis enthalten. So. Ich hoffe, Sie bald wieder in meinem Friseurladen begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.
Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.